kennt ja vielleicht die Serie Discounter. Die kennt man. Intimate ist jetzt eine neue Serie. Die gibt's auf Join, die wird's auch geben hier auf ProSieben nach Late Night Berlin. Und das ist auch sehr, sehr fantastisch. Teilweise sind das die ähnlichen Menschen, die man da vor der Kamera sieht. Aber es sind jetzt heute Abend noch ein paar mehr als bei den Discountern. Denn bei Intimate ist eine ganze Gruppe von Leuten. Und ich freue mich, dass jetzt nicht nur die Menschen sind, die teilweise vor der Kamera stehen, sondern auch hinter der Kamera für die Serie verantwortlich sind. Sie haben sich das Ganze ausgedacht und es in die Welt gebracht. Und hier sind jetzt Emil, Oskar, Max, Bruno und Leo. Herzlich willkommen. Da weiß man, was ich gehört. Ich hatte, glaube ich, noch nie so viele Gäste. So. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Das letzte Mal war diese Energy hier, als die Elevator Boys da waren. Das wollte ich gerade sagen. Saßen die auch so? Die saßen so ähnlich. Das sind ja auch so 5 oder 7 oder so. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und die waren alle da. Und die haben, sind mit derselben Energie hier reingekommen. Aber jetzt geht es vermutlich anders weiter, nehme ich mal an. Also, ich hab gerade schon gesagt, es ist wirklich eine tolle Serie. Ich habe die ersten 2 Folgen schon gesehen. Ich glaube, 3 oder 4 gibt es mittlerweile, kann man sich angucken. 4. 4 gibt es mittlerweile bei Join. Ich bleibe dran, ich hoffe, ihr auch. Intimate, das ist eine Serie, die habt ihr, wenn man so will, schon mal eigentlich gemacht. Und zwar während eurer Schulzeit. Erklärt mal ganz kurz, wie das kam, dass diese Serie jetzt in einer Neuauflage noch mal wieder da ist. Also wir mit 15 kamen, als wir 15 waren, kam Jerks raus und wir waren alle auf einer Schule. Und dann waren wir vorm Kiosk und dann waren wir so, ey, Digga, lass das auch machen. Weil wir wollten immer auch Filme drehen und waren selber damals auch Schauspieler und so. Und dann dachten wir, wir müssen mal was Eigenes machen. Und dann haben wir so gesagt, immer noch Schauspieler sind wir. Immer noch. Immer noch. Immer noch Schauspieler. Und dann haben wir Jerks für Jugendliche so ein bisschen gemacht auf YouTube. Ja. Und dann dachten wir, dann haben wir das einfach durchgezogen bis zum Ende. Irgendwann kam Christian Ulm und hat gesagt, ey Leute, habt ihr nicht Bock, das groß zu machen? Ja. Also erstmal noch kam er noch mit Discounter, hat gesagt, macht mal erst Übung. Macht Discounter als Übung und dann könnt ihr Intimate machen. Okay. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir. Und genauso habt ihr das ja auch durchgezogen. Damit wir jetzt sofort mal wissen, wovon wir eigentlich sprechen, gucken wir da mal rein. Denn auch in der Handlung der Serie seid ihr auch Schauspieler oder einige von euch sind Schauspieler in der Serie, ne? Bruno, du und Nee, Bruno und Oskar. Bruno und Oskar. Bruno und Oskar, genau, genau. Und ihr seid Schauspieler in der Serie und dann dreht ihr was und da ist dann Christian Ulm in einer fiktionalen Version seiner selbst eben auch mit dabei. Bei Soko Undercover. Soko Undercover und Christian spielt einen Kommissar. Genau, er spielt einen Kommissar, wie auch im echten Leben. Und diese Gespräche, die man so zwischen den Takes dann führt, gerade mit so alteingesessenen Schauspielern, die könnten ja vielleicht so verlaufen wie hier. Und wir gucken mal rein und da merkt man so ein bisschen, worum es da geht und wie da so die Stimmung ist. Findest du das gut, dass Felix uns irgendwelche Jugendwörter in den Mund legt, die er früher gesagt hat und wir das jetzt sagen müssen? Welche denn? Und Felix denkt, wir rauchen Crystal. Und deswegen lässt er uns hier Crystal in der Serie rauchen, aber stimmt gar nicht. Ich habe doch gerade jetzt diese Serie draußen mit dem Crystal, wo dieser Chemielehrer Crystal kocht. Das ist auch schon so 10 Jahre alt. Also 2009 war das halt. Das ist in eurer Welt, da geht die Zeit so schnell. Als ich so alt war, habe ich auch gedacht, die Zeit vergeht wie im Fluge. Das Römische Reich, das war eine lange Zeit. Aber das sind 10 Jahre nix. Die Osmanen. Oder die Germanen. Was glaubt ihr, was die Germanen gestaunt haben, als die Römer den Limes gebaut haben, diesen Grenzwall, der bis in die Ewigkeit über das ganze Territorium. Was glaubt ihr, wie lange das dauert? 10 Jahre ist nichts. Ist nichts dagegen. Ja. Du musst gleich ins 2 Minuten. Ja? Jo. Aber macht euch nichts draus. Tut mir so leid. Ich bin ein Business krank gemacht. Wir müssen hier weg. Ich stell mal vor, wir werden so blöd. Wir sitzen und labern so junge Leute voll mit Zuckern. Wir direkt nach Late Night Berlin, also direkt im Anschluss an diese Show. Man glaubt ja kaum, dass da ProSieben selbst nach uns noch weitersendet. Aber dann kommt tatsächlich die Folge. Also bleibt auf jeden Fall dran. Guckt euch das an, es ist absolut empfehlenswert. Und das sind aber auch in der Serie Geschichten, die so in eurem echten Leben irgendwie so oder so ähnlich mal stattgefunden haben. Ja? Ja, also die meisten Sachen erleben wir auf jeden Fall so, aber das, was man dann bei Intimate sieht, ist nochmal ein bisschen überspitzter. Also eigentlich erleben wir die Situation und denken, okay, was würde passieren, wenn man hier nochmal falsch abbiegen würde, wenn man hier mal was anderes sagen würde, nochmal ein bisschen mehr sich wie ein Arschloch verhalten würde und das ist dann am Ende Intimate, genau. Und wir konnten uns ziemlich gut mit der Rolle identifizieren als Schauspieler am Set, weil wir waren alle selber Schauspieler und haben in vielen Krimis mitgespielt. Ja. Und zum Beispiel in der ersten Folge spielt Roland Möller mit, der einen Drogendealer spielt. Und Emo und ich haben mit Roland Möller unseren ersten Kinofilm gedreht unter dem Sand.
Und da hat er einen dänischen Offizier gespielt und er hatte immer so einen dänischen Akzent beim Deutsch sprechen. Ja. Und wir haben den Take nicht zu Ende gedreht, weil alle mussten durchgehend lachen, weil das so lustig war die ganze Zeit. Ja, und das so kommen wir so auf Ideen. Ja, na, vor allen Dingen seid ihr dann ja so ein bisschen Sklave des Drehbuchs. Das heißt, da sind dann so wie da auch, dann sind dann irgendwelche ja, Leute, die jetzt nicht so alt sind wie ihr, die dann sich so überlegen, wie so wahrscheinlich so junge Leute wahrscheinlich dann so reden. Dann seid ihr so eine coole Gang aus dem Tatort, die dann anderen Leuten die Handys wegnehmen und alle reden so wie 1985. Genau, ja, zum Beispiel das Crystal Meth kommt daher, dass eben der Regisseur sagt, dass wir Crystal Meth Dealer sein sollen. So. Ja, genau. Sage, ey, das ist so eine Droge, das ist nicht mehr so in uns. Genau. Aber tatsächlich ist es eigentlich egal, weil es ist ja nicht für uns gemacht. Es ist ja für eine andere Zielgruppe gemacht. Das wird in der Folge 1 auch nochmal gesagt. Es ist nicht für eure Zielgruppe. Die Leute, die es gucken, die glauben, ihr raucht alle Crystal Meth und hängt auf der Schanzen ab. Ja. So. Und fahrt Skateboard und fahrt Skateboard. Heroin-Nadel im Arm. Genau. Ja. Und dann, aber Oskar und Bruno fucken sich halt die ganze Zeit drüber ab und sagen, sie wollen zu den Streamern. Das ist deren Ding, die wollen hoch zu den Streamern und darum ging es halt in der Serie mit Christian Ulm. Dass Oskar und Bruno versuchen, Christian zu erklären, du musst zu den Streamern. Dass die öffentlich-rechtlichen Abschluss. Es ist natürlich auch natürlich so eine leichte Selbstverarsche. Genau. Weil das sind so privilegierte Jungs, die Schauspieler sind und trotzdem wollen sie aber noch mehr und kriegen den Hals nicht voll. Ja, und da verarschen wir uns einfach ein bisschen selber. Aber ihr habt ja irgendwann aber auch das Problem dann alle gemeinsam miteinander, dass wenn ihr jetzt die ganze Zeit das macht und arbeitet, gibt es manchmal Situationen, auf die ihr euch einlasst, weil ihr sagt, es wird jetzt heftig, es wird nervig, ich werde das mit ekligen Leuten irgendwas machen, was ich gar keinen Bock drauf habe, aber ich werde danach einfach alles aufschreiben und dann verfilmen. Ja, das ist eigentlich das Geilste nach einer Situation, die unangenehm war, weil man kann ja immer sagen, alles gut, sie ist für was gut, weil man sie dann direkt aufschreibt. Wenn man irgendwie ein richtig unangenehmes Date hat und es war richtig cringe. Letztens hatte Bruno sich mit seiner Mutter am Telefon gestritten und sie so, wehe, das sehe ich demnächst bei Intimate, wehe, das kommt jetzt wieder in eure nächste Folge rein, weil die wissen halt genau, alles, was wir erleben, und wenn es irgendwie komisch oder cringe wird, dann werden wir es direkt in Discounter packen uns oder in Intimate packen. Wenn wir so zusammen chillen, irgendwo essen sind oder so, eine Sache passiert und man sagt, ey, das wäre geil bei Intimate, dann ist es immer Pflicht, dass man es aufschreibt. Ja. Man muss es dann mal aufschreiben. Geil, einmal echt ein bisschen nervig. Auch wenn es 4 Uhr morgens ist und man auf irgendeiner Party ist, richtig fertig und man erlebt irgendeinen Moment und man hätte eigentlich keinen Bock, die Sache aufzuschreiben. Ja. Man muss dann komplett besoffen und sonst was, muss man dann die Disziplin aufbringen. Disziplin, zum Aufschreiben. Leo, wie machst du das? Schreibst du ins Handy oder wie machst du das dann? Die Notizen-App, Handy. Und da schreiben müssen wir immer direkt aufschreiben. Manchmal ist es auch sehr schwer, das dann am nächsten Tag noch zu entschlüsseln. Ja. Wenn man in die Drehbuchphase geht quasi. Ja. Aber, deswegen sehr detailliert sein. Wie Emil so gerade sagt, so es steht am Ende, Junge trifft Mädchen. Und Steht dann manchmal auch da. Ja. Und dann eine Sache vor, Emil. Ja, mach doch mal. Ja, genau. Ja, guck doch mal, was da alles noch so drinsteht. Was waren so die letzten Sachen, von denen wir wissen, vielleicht wird das irgendwann mal benutzt? Oskar und ich waren letztens im Schlaflabor. Warum? Weil wir waren ihr ein bisschen zu aufgedreht, um einzuschlafen? Genau, das auch. Ja. Aber wir schlafen richtig heftig. Ja, komisch. Und es ist mittlerweile so heftig, dass wir manchmal fast aus dem Fenster springen und so. Also wirklich echt krass. Ja? Und dann waren wir im Krankenhaus und haben das immer mal gleichzeitig? Ja, manchmal. Wir haben uns schon mal es ist kein Scheiß. Die haben bei ihrem in ihrer alten Wohnung, die ziehen gerade um, aber die hatten die Fenster verbarrikadiert, zugenagelt, weil die Sturzgefahr. Also ich kann mir einfach vorstellen, dass so wie ihr auf mich wirkt, dass man praktisch einfach während des Schlafes sagt, wir sind hier noch nicht fertig, ne, Frau Leute. Wir müssen noch weiter irgendwas machen. Ne? Ja, man ist dann immer noch am Set, wenn man einpennt und hört noch die Stimmen. Aber auf jeden Fall waren wir im Krankenhaus und haben uns dann testen lassen. Und da wird man die ganze Nacht gefilmt. Ja. Und das Zimmer ist verkabelt und man wird gefilmt und checken genau, okay, wie ist dein Schlafverhalten und so. Aha. Und da waren so viele skurrile Situationen, da haben wir wirklich einen Roman rausgeschrieben. Ja. Und aber es geht auch gar nicht darum, und alle sagen immer, okay, ihr macht immer Fremdscham und Discounter und Intimate, das ist Fremdscham. Und Jörg Christian wird ja auch immer auf Fremdscham festgenagelt. Aber eigentlich ist das Leben ja eine einzige, also man erlebt ja am Tag so viele Sachen, wo man sich schämt. Ja, vor allem, das real life so, ne? Ja, vor allem, ich meine, Fremdscham, das ist ja bei euch auch gar nicht nötig. Ihr könnt euch ja teilweise für euch selber schämen. Ne? Ja. Das ist ja, also hat er mit Fremdscham gar nichts so großartig.